Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Nordermarsch. Ich weiß nicht, was die für Schmerzen hier haben. Wir fahren da mal einfach dran vorbei, ne? Ja, oder auch nicht so einfach, ne? Echt dieser Verkehr hier, ne? Ja, halt auf die Backen. Hier ist echt was für ein Hintern. Warum bleiben die denn da stehen? Ist da irgendwas Besonderes oder was? Wo wir hier direkt hinmachen. Stau. Gibt's ja gar nicht. So, Abfahrt. Gucken, wie weit der Dreschkasten ist. Gucken, ob wir schon ohne Minimap zurechtkommen. Ich glaub's nicht. Hier stehen die auch schon wieder. Was hast du denn? Das fängt ja gut an, ne? Wenn der Verkehr schon so drauf ist, weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, ne? Leute, Leute, Leute. So, Abfahrt. Nordermarsch. So. Ist das hier? Mann, Mann, Mann. Wir müssen doch hier lang. Kein Problem, ich bin schon Ortskunde. Nee, du. Geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe zu große Maschinen gekauft, ne? Ich denke, hier mit dem Bollenwagen langbrackeln. Schickifoini, ey. So, wo wird geben? Tobak. Wie wird denn der gedroschen? Habe ich noch nie geerntet im LS19. Oh, meine Drescher! Ja, der ist ja ein Stissel, wa? Der lässt gehen. Wie ist einer, der arbeitet? Befürchtung, dass wir gar nicht abtanken können. Puh, könnte passieren, ne? Weil das Überladerohr so klein ist. Aber ich fand, das passte hier ganz gut. Hätte ich einen K6ler gehabt und so, hätte ich K6ler mit reingenommen. Gibt es von Case überhaupt Häcksler? Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Wüsste ich gar nicht. K6ler gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Muss ich mal googeln. So, Kollege, ich würde mal sagen, du baust da gerade Scheiße, aber ist ja auch egal, ne? Müsste das jetzt sein? Nee, da brauchen wir nicht abtanken. Keine Schnitte. Das läuft bei denen, ne? Ja, oh, bist du Banane? Genau deswegen wollte ich nicht abtanken. Kommen da noch mehr Bäume? Ja. Die ganze Reihe sind Bäume. Wie viel hat der denn drinne? Weiß ich gar nicht. Ja, so viel gibt das, glaube ich, nicht, ne? Wenn der jetzt noch nicht mal. Könnten wir eigentlich das Quadzilla zum Säen ansetzen, oder? Oder müssen wir da kolben? Können wir mal nachgucken. Ach, das muss geflügt werden, ey. Das war so klar, ne? Ja, dann wissen wir ja, was wir machen können. Hier, mit unserem Moped, ey. Ist voll cool.
schicke Ding, ne? So, Feld 4? Ist ja hier vorne, ne? Da, oh. Ist ja eine Wiese. Ich glaube, die brauchen wir nicht fliegen. Mm-mm. Feld 18. Da ist so nichts drauf, oder? Saugras? Ach, das sind alles Grasflächen. Korrekt. Brauchen wir die ja gar nicht pflügen. Okay. Dann würde ich mal sagen, fahren wir unser Moped wieder in den Stall, wa? Nee, Grasmähen tun wir jetzt noch nicht. Wie gut, dass wir zumindest mal geguckt haben, ne? Wenn man sich ein bisschen vorbereitet hätte, da hätte man das schon vorher sehen können, ne? Das ist ja kein Problem. Wo ist der? Da ganz hinten. Fahren wir da mal hin, tanken den ab. Schikram, ey. Habe ich Grasflächen gekauft? Okay. Willst du direkt weiterfahren, aber... Keine Problem, Kollege. Oder was meint ihr dazu? Ja, ne? Geht wohl. Doch, das läuft. Nee, dich brauche ich. So, eben Opfer zum Händler, ne? Holen wir ihm den Ballenbaum schon mal. Wenn du die Handbremse rausgemacht hast, ne? Da haben wir nämlich gerade Zeit für. Verkehr kann ja keiner kommen, der staut sich ja hier überall auf der Straße, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Cosplay aktiv habe, ne? Würde mich zumindest nicht wundern. Aber die Fußgänger laufen noch. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Seht ihr, wie die hier bracke? Nehmen wir den Ballenbaum schon mal zum Hof holen, ne? Dann haben wir nämlich alles beim Händler weg. Brauchen uns da nicht mehr drum kümmern. Habe ich alles Grasflächen gekauft? Krass. Wusste ich gar nicht. Können wir direkt Silage von machen, ne? Wenn wir mal Zeit haben. Die Flächen waren von Anfang an dabei. So war das.
Das kann ja was werden mit Drehschema. Ich sagte mal Drehschema, ne? Zweiachse. Mit die Zweiachse. Dann haben wir direkt schon Stroh an den Hof. Dann können wir Gras machen. Dann können wir direkt holen, ja. Haben wir das erledigt. Silage machen wir Mais oder so, ne? Bist du eigentlich lebensmüde oder was? So ein bisschen ausholen hier, ne? Passt auch gerade so, ne? Krass. Dann vorkommen wir wieder. Frontlader mal wieder ein Stück runter. So, den können wir jetzt mal hier stehen lassen im Bollwagen, ne? Und du kommst direkt wieder ein Auto stuck. Bisschen huppelig hier auf dem Hof, ne? Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Da sind schon ein paar Huppel im Hof. Da müssen wir demnächst mit los. So, was wir mit dem Apparillo habe ich so gut wie noch nie gearbeitet. Mal Vorwärtsgang rein. Wie weit bist du? Läuft, oder? Läuft. Schick unser Dreschkasten, ne? Oder? Doch, ich finde ihn ganz gut. Weil den können wir direkt schon wieder abtanken, wenn er da gerade ist. Komm, gib Schubrakete. Vielleicht schaffen wir das noch. Das schaffen wir noch. Ja, mal einen schicken Puma. Da, schaffen wir. Mach raus die Hupe. Bin gespannt, ob du mit der Feldinselumfahrung klarkommst. Immer so schnell über. War denn da so schon? So viel war da schon wieder drin. Krass, ne? Ist schon krass. Mal gucken, ob der da. Oh ne, diesmal kann er ja nur so dran vorbeifahren, ne? Schon. So Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.